So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Heute habe ich mal mein Stativ vergessen. Mal wieder, passiert mir circa einmal jährlich. Also nur ganz gute Statistik. Trotzdem wollen wir kurz mal ein bisschen schauen, ob wir denn mit folgendem Gerät tatsächlich signifikant besser Feuer machen können als ohne folgendes Gerät. Und das Gerät haben wir alle schon mal gesehen. Das ist ja durchaus was... Oh, da war noch eine letzte Stechmücke, jetzt ist sie tot. Ich habe die letzte getötet, ein Gerät, das wir wirklich mehrfach... Meine Fresse, ich warte mal ab, bis die ganzen Brummer hier weg sind. Es kommen gerade, glaube ich, 3 Helikopter und 4 Flugzeuge und 8 Traktoren vorbei. Okay, sind wieder weg. Also was ich jedenfalls sagen wollte, das Ding, das kennen wir alle, das ist die Bushbox XL. Die wurde jetzt schon 97 Mal von so ziemlich jedem, der irgendwie einen YouTube-Kanal hat und ein paar Aufrufe generieren wollte, indem er sich eine Bushbox XL gekauft hat, vorgestellt. Ich möchte ein paar Aufrufe generieren, indem ich mir eine Bushbox XL gekauft habe. Nö, ich habe die jetzt schon wirklich ein paar Mal benutzt. Und leider wirklich ihr Ruf, der ja gut ist, es könnte schon was dran sein. Bin jetzt mal ganz vorsichtig erstmal. Was ich jetzt machen möchte, ja, nur damit wir jetzt nicht einfach nur eine Bushbox XL anzünden, also den Inhalt, und sagen, dass die toll ist, machen wir jetzt Folgendes. Wir machen jetzt ein kleines Mikrofeuerchen und ich sag euch mal, beziehungsweise ich zeige es euch jetzt gleich mal, ich habe es nämlich schon vorbereitet, ich mache heute Fernsehkoch, was dafür an Aufwand notwendig war, und dann hoffe ich halt mal, dass das dann auch eben entsprechend funktioniert und entsprechend brennt. Und dann machen wir das gleiche Spielchen nochmal mit der Bushbox und dann, das werde ich dann, glaube ich, einigermaßen dokumentieren, sage ich euch mal, was da für ein Aufwand notwendig war, damit da dann eben entsprechend was drin brennt. So, also, Sekunde. So, das da ist jetzt so ein ganz, ganz kleines Mikrofeuernestchen. Jetzt werden die sehr um den Wald bedachten anmerken, dass diese Feuerplätzchen viel zu klein ist. Naja, es ist ja auch nur ein Mikrofeuer, ne? Und da würde ich schon sagen, dass jemand, der da entsprechend genügend Erfahrung mit dem Thema mitbringt, das dann so jetzt hier mal kurz anzünden kann, in Anbetracht dessen, dass wir null Waldbrandgefahr haben. Also null gibt es nicht, aber eins. Und quasi ist momentan ziemlich unmöglich, ist den Wald anzuzünden. Ich habe auch den Backentest durchgeführt. Erinnert sich noch jemand an den Backentest? Wenn du dich mit beiden Backen auf dem Boden hockst und innerhalb von 15 Sekunden sind die Backen nass, dann ist der Wald gerade nicht brennbar. Grob gesagt. Ja, Backentest erfolgreich und nachdem sie dann nass waren, habe ich beschlossen, ich setze mich jetzt doch auf eine Unterlage. Egal. Jedenfalls will ich das jetzt bisschen hier jetzt, ne? Dieses bisschen Zeug, da würde ich jetzt gerne ein Mikrofeuer mitmachen, habe ich erfunden. Mikrofeuer, meine hier Patentamt-Eintragung, ich. Und dieses Mikrofeuer soll dann halt nach Möglichkeit, ja, zumindest mal zum Brennen zu kriegen sein. Ich habe jetzt versucht, mich so sparsam wie fast möglich, vielleicht hätte man es noch einen Ticken sparsamer machen können, zu halten. Und wirklich, werde wirklich nur das hier verwenden, was ihr hier jetzt seht. Zeitaufwand zum Vorbereiten des Feuers bis zu diesem Punkt, das wäre nämlich jetzt nochmal wichtig, waren jetzt so ziemlich genau, gemütlich wohlgemerkt, 3 Minuten, ja, die ich da gebraucht habe, um das hier jetzt soweit, soweit dahin zu richten. Nicht eingerechnet Holz sammeln, das ging nochmal 2 Minuten oder irgendwie sowas. Also hätte man natürlich noch ein bisschen weniger sammeln können, dann wäre es 1 Minute gegangen. Also sagen wir mal Gesamtzeitaufwand realistisch betrachtet etwa 4 Minuten, wenn ich das mache. Ja, und ich bin nicht schnell. Also andere Leute kriegen das vielleicht schneller hin. Ja. Das ist also jetzt das Mindestmaß an Aufwand, meiner Meinung nach, um zumindest eine realistische Chance zu haben, ein kleines Feuerchen zu machen, weil man ein kleines Feuerchen machen möchte. Ja, es geht jetzt gar nicht darum, dass man mit diesem Feuer dann schon was anfangen kann. Kann man nämlich nicht. Dann müsste es schon ein kleines bisschen größer sein oder man bräuchte zumindest noch irgendeinen Ständer, mit dem man ein Gefäß über diesem Feuer so buxieren kann, dass, oder eine Halterung oder was auch immer, dass man da drin eben wirklich was köcheln könnte. Aber rein von der Holzmenge her reicht das hier für ein paar Grad wärmeres Wasser als Umgebungstemperatur, aber für viel mehr dann auch eben entsprechend nicht. Ja, mir geht es jetzt nur darum, brennt das, und ich wollte einfach irgendeinen lustigen Einstieg zur Thematik Bushbox XL haben. So, da ich kein Stativ habe, nehme ich jetzt meinen Rucksack als Unterlage und hoffe, die Kamera irgendwie so zu buxieren, dass ihr gleich seht, was ich mache. Jo, jetzt hoffe ich eben, wie gesagt,
Man sieht so grob, was ich hier treibe. Und die Idee ist jetzt folgende. Mir geht es ja darum, das Ganze, das habe ich vergessen zu sagen, ich möchte das gern ohne Zunder, dafür mit einem gescheiten Streichholz machen. Und einfach mal gucken, ob das überhaupt funktioniert. Und dann haben wir nämlich die Vergleichsmöglichkeit, ob wir das denn ohne Zunder, aber mit gescheitem Streichholz in der Buschbox auch hinbekommen, beziehungsweise ob wir es da leichter hinbekommen und wie da jetzt so jeweils die Dinge so halt liegen. Ne? Oh, meine gescheiten Streichhölzer waren auch schon mal trockener. Ja, da hatte ich jetzt ein paar Tage im Wald dabei. Das nehmen sie einem natürlich übel. Jetzt ist der Zündkopf halber ab. Na gut, nehmen wir ein anderes. Ich habe noch 4. Und wieder ein Zündkopf ab. Ja, okay. Planänderung. Wir nehmen keine Sturmstreichhölzer. Wir nehmen normale Überall-Zündstreichhölzer in der Hoffnung, dass die nicht ganz so nass geworden sind. Nein, die sind auch nass geworden. Gut, Memo an mich, Streichhölzer in nicht wasserdichter Verpackung im Wald, doof. Dann nehmen wir halt, was nehmen wir denn dann? Flint und Eisen? Nein. Wir nehmen einen Wattebausch. Ein stinknormaler Wattebausch, möchte ich anmerken. Das ist jetzt also nicht irgendwie hier was weiß ich was für ein Wattebausch. Wir meinen das dann nachher mit der Buschbox, ne? Muss ich mir überlegen. Ich habe jetzt tatsächlich gar keine Alternative zu den Streichhölzern eingeplant gehabt. Dann habe ich eine Idee. Wir nehmen einen halben Wattebausch. Dann haben wir noch einen halben Wattebausch übrig. Nachher für Buschbox. Ja, das kann einem passieren, wenn man denkt, man macht ein spontanes Video. Ja, am Ende wird es dann sogar spontan. So ist das Leben manchmal. Oh ja. Also für die Kinder, denkt immer dran, das Leben ist eins der knallhärtesten. So, die Kinder dürfen nicht zuschauen im Übrigen, weil wir machen hier Feuer, das ist gefährlich und so weiter und so weiter. Das Gute bei Wattebausch ist, wenigstens sind die Scheiße einfach anzuzünden, wenn schon sonst nichts. So, beten. Ich weiß nicht, ob das was hilft, aber Schaden tut's auch nicht. Na gut. War jetzt doch nicht so schwierig. Gut, noch könnte es ausgehen. Nö, wohl nicht. Sieht gut aus. Ja, also, Feuer machen mit Kleinmenge an Holz ist drin, geht. Seht ihr überhaupt was? Oh ja, tut ihr. Okay. Ja, braucht man also. Also was ich jetzt demonstrieren wollte, braucht man eine Buschbox? Also wenn man jetzt einfach nur ein Feuerchen haben möchte, mal eben spontan, wenn man 4 Minuten Zeit hat zum Vorbereiten und einen Wattebausch und einen Firesteel, einen billigen übrigens, braucht man da unbedingt eine Buschbox für? Nö, braucht man nicht. Hätte es mit einer Buschbox auch funktioniert, ja, davon gehe ich aus. Aber dafür muss ich warten, dass mein Feuerchen hier wieder ausgeht. Und da ich keine Lust habe, es zu löschen, weil es ist immerhin ein Feuerchen, das ist also was Tolles, warte ich einfach, bis es von alleine ausgeht und dann geht es weiter. Ne? Also brennt jedenfalls. Ja? Wenn man jetzt da noch schön nachlegen würde und so weiter, dann hätte man ein großes Feuer. Kennt ihr ja. So, liebe Näsinnen und Nasen, folgendes. Jetzt ist mein Feuerchen soweit aus und meine Hose entsprechend dreckig. Das macht nichts, ist ja auch nur eine gute Jeans. Und ich muss mich hier noch kurz organisieren. Folgendes. Das hier ist jetzt so eine Tasche von so einer Buschbox. Da ist keine mehr drin, weil die steht gerade schon woanders. Wichtig.
wenn man diese Tasche haben möchte. Die Tasche besteht aus zwei Fächern. Sie hat hier vorne ein kleines Fach, ne? Das sieht jetzt keiner, so sieht man es. Und da passt rein der Grillrost. Den Grillrost, den kriegt man auf, wenn man das Profi-Set bestellt, ist der integriert. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wozu der gut sein soll. Wenn irgendjemand sagen kann, was er mit dem Grillrost schon Tolles gemacht hat, dann bitte gerne. Ich persönlich weiß ich nicht. Vielleicht kann man sich da wirklich ein Fleisch drauf grillen. Soll Leute geben, die es schon gemacht haben. Dann gibt es auch Bildmaterial davon. Also haben schon Leute gemacht. Der war halt dabei. Die Tasche einzeln und die Buschbox alleine ohne Grillrost. Also wirklich nur die Buschbox XL und eine Tasche separat ist zusammen schon teurer, als wenn du das Set mit Grillrost nimmst. Das heißt, den Grillrost, den kriegt man quasi nachgeschmissen. Und ich dachte, wenn ich ihn eh nachgeschmissen bekomme, dann kann ich ihn auch brauchen. Also das ist da zum einen mal drin. Zweitens hat die Tasche noch genügend Platz, dass man da, wo ist es? So ein lustiges, wenn man eins hat, so ein bescheuertes Blasrohr, also quasi eine Autoantenne, die man abgebrochen hat bei irgendeinem Auto, das nicht das eigene ist. Nein, natürlich nicht. Nicht machen. Aber diese berühmten Blasrohre, mit denen man dann theoretisch das Feuer anpusten kann, das probieren wir nachher auch mal spaßeshalber aus, gibt es in China für kein Geld. Ja? Oder aus China eher für kein Geld. Und ja, kann man natürlich, wenn man weiß, wie selber machen, wenn man irgendwo eine alte Radioantenne rumfliegen hat, tut es das auch irgendwie sowas. Ist ganz witzig, braucht man nicht. So ähnlich wie die Buschbox. Die braucht man auch nicht, ist aber ganz witzig, sogar sehr. So, und dafür war eben noch Platz in der Tasche und dann hat die Tasche eben hier hinten noch so ein Fach und da ist jetzt normalerweise die Buschbox drin, aber die habe ich ja schon in unendlicher Weisheit aufgebaut. Aber was da jedenfalls noch drin ist, sind diese zwei Stege hier, die da, die werden sehr schnell sehr dreckig und dann kann man sich, wenn man sie anfasst, wunderbar dreckige Pfoten holen. Ich weiß nicht, warum in den ganzen Buschbox-Vorstellungsvideos, also die meisten, die ich so sehe, immer eine saubere Buschbox verwendet wird, dass sich da nie jemand dreckige Pfoten holt bei der Verwendung. Also ich hatte bisher jetzt bei jeder, also ab der zweiten Verwendung, bei der ersten noch nicht, aber ab der zweiten Verwendung immer sehr schnell sehr dreckige Pfoten. Das hat man mit dem Lagerfeuer jetzt nicht. Also rußige Pfoten kriegst du nicht zwingend. Ja, das ist, gibt einen Plus für das Lagerfeuer. Ja, aber jedenfalls mit diesen Stegen, die hier eben auch noch in der Tasche normalerweise drin sind, kann man dann ganz wunderbar da noch einen Topf oben drauf stellen. So, und das eigentliche Teil ist das hier. Das sieht dann so aus. Das lässt sich ganz einfach zusammenbauen, nämlich man stellt es auf den Kopf, man schüttelt ein bisschen und dann kann man es so zusammenfalten und fertig. Und dann steckt man das hier einfach quasi rein, da oben. Und dann kann man nach Hause gehen, beziehungsweise es wieder auspacken, weil wir haben es ja noch gar nicht verwendet. ich würde schon sehr empfehlen, also nochmal zu diesem Set. Das Set, also das ist jetzt das, was alles, was in dem Set drin ist. Das Blasrohr ist von mir, das habe ich noch zusätzlich reingepackt. Da würde ich schon das Set empfehlen, weil die Tasche hier ist ganz gut, die ist robust. Es sei denn, man möchte sich selber eine Tasche nähen, kann man natürlich tun. Oder sonst irgendwie selber basteln, das ist kein Problem. Aber mit diesem normalen Stoffsäckchen, was da, wenn man lediglich die Box selber bestellt, mitgeliefert wird, das hast du bei einigermaßen regelmäßiger Anwendung relativ schnell kaputt. Also da würde ich nicht unbedingt zu raten wollen. So, und jetzt wollen wir das Ding also jetzt benutzen. Das heißt, wir nehmen es hier raus. Wie baut man die jetzt auf? Naja, man klappt sie auseinander und schüttelt sie ein bisschen und dann fällt mal mehr, mal weniger. Das hängt davon ab, wie dreckig das Ding gerade ist. Hoppala! Einem das Brett da unten so weit raus, dass es, ja, was auch passieren kann, ist, dass einem das Brett komplett rausfällt. Das soll natürlich nicht sein, ja? Aber realistisch betrachtet kann auch mal passieren. Ja? Und wenn man dumm ist, so wie ich, ne, das muss man ja auch mal voraussetzen. Es könnte ja sein, dass irgendein Anwender von dem Teil blöd ist. Ja? So, jetzt ist mir das eben also entsprechend runter. Jetzt habe ich es wieder eingebaut und jetzt habe ich hier drin noch diesen Rost. Kann man den sehen? Naja, das habt ihr doch alle schon 27 Mal gesehen, mit Sicherheit. Ja, der Rost ist jedenfalls jetzt hier unter dem Asche, hier unten Ascheblech. Da oben sitzt der Rost, jetzt kann man ihn sehen. Und auf dem Rost macht man jetzt Feuer, dann kann über das Ascheblech da Luft reinziehen und dann kommt die Luft schön von unten, das Feuer auf dem Rost. Und dadurch, dass die Luft schön von unten kommt, pustet die einem da durch. Dann hat man da auch noch Wände, das gibt also einen gewissen Kamineffekt. Und das führt dazu, dass hier drin, und das ist eben tatsächlich so, alles viel besser brennt. So, Vorteil Nummer 1, ja. Das braucht man, wie gesagt, nicht. Wenn man weiß, wie man ein Feuer macht, dann kriegt man auch ein Feuer zum Laufen ohne so eine Dose. Aber die Vorteile,
die Vorteile sind jetzt die, jetzt habe ich ganz dreckige Pfoten und will meine Kamera nicht anfassen, Moment. Jetzt. Die Vorteile sind jetzt die, dass man A, schneller sein Feuerchen hat, ein bisschen schneller, ja? Auch bei deutlich schlechterem Holz als dem, was ich jetzt hier eben rumliegen hatte, also wirklich bei richtig nassem Holz, nachdem es gerade erst geregnet hat, kriegt man trotzdem recht leicht ein Feuer an. Das ist was anderes mit nassem Holz, mit richtig nassem Holz, wenn man einen normalen Lagerfeuer schafft, geht natürlich auch, aber es ist einfach einfacher. Und ein ganz großer Vorteil, wenn man wirklich was kochen möchte, wo habe ich denn das Ding jetzt schon wieder hingeschmissen? Hier. Und wo habe ich jetzt diese komischen Stege hingelegt? Kann mir das jetzt mal einer sagen? Naja, weiß ich gerade nicht. Aber wenn man jetzt die Stege da noch oben drauf legt, dann kann man da noch wunderbar einen Topf draufstellen und kann da wirklich tippitoppi mit kochen und muss sich nicht erst irgendeine Topfhalterung bauen aus Holz, mit der man dann den Topf sonst überm Feuer buxieren kann. Also quasi das Kochgerät, die Topfhalterung, die ist hier halt gleich schon integriert und das ist schon komfortabel. Das ist es. So, Nachteile. Mit so einem Teil hier, ne, dem guten alten Firestyle, der... Wenn man ihn mag, dann mag man ihn, ist ja gut, alles kein Problem, kann man auch benutzen. Ne? Und gerade wenn einem die Streichhölzer nass werden und man tatsächlich kein Feuerzeug dabei hat und zu blöd war, die Streichhölzer eben in irgendwas Wasserdichtem einzupacken, auch Luftdichten im Idealfall, weil feuchte Luft reicht auch schon möglicherweise, um Streichhölzer ausreichend nass zu machen, dass sie nicht mehr so richtig gut zünden. Dann ist schon nicht schlecht, wenn man so ein Teil als Backup dabei hat. Also ich will die jetzt gar nicht schon wieder schlecht reden, habe ich schon ein paar Mal gemacht. Aber... Problem, ne? Wenn ich jetzt hier drin irgendwas habe, was ich mit dem Teil hier anzünden möchte, dann müsste ich ja da reinstreiken, ne? Und das wird schwierig. Also auch durch das Fensterchen hier wird das extrem schwierig. Also auf gut Deutsch, das geht nicht. So, jetzt haben sich diverse schlaue Leute diverse Techniken einfallen lassen, wie man trotzdem das Teil da angezündet bekommt, wenn man das unbedingt mit dem Firestyle machen möchte. Im Idealfall schmeißt du einfach ein Streichholz rein, hast es vorher mit brennbarem Material gefüllt und dann fängt es an zu brennen. Habe ich auch schon gemacht. Kann ich jetzt nicht zeigen, weil ich habe ja kein funktionierendes Streichholz. Deswegen muss ich jetzt leider, also normalerweise würde ich Streichholz auch empfehlen oder Feuerzeug. Deswegen muss ich jetzt leider eine dieser unglaublich cleveren alternativen Techniken anwenden, nämlich man legt sich jetzt hier vorne sein brennbares Zunderchen hin. Dann braucht man aber auch zwingend einen Zunder. Wenn du ein Streichholz hast, das ist ja quasi Zunder integriert, dann kannst du das Teil auch anzünden, ohne groß Zunder zu verwenden. Wenn du das unbedingt mit dem Firestyle machen willst, dann brauchst du in jedem Fall Zunder, weil was anderes als Zunder kannst du mit dem Ding ja auch gar nicht anzünden. Also musst du hier jetzt ein Zunderhäufchen hinmachen und dann das Zunderhäufchen anzünden, dann das Ding aufstellen, dann fällt das Zunderhäufchen da rein, dann schmeißt man einen Haufen Holz hinterher und im Idealfall brennt das dann. So, das war die Theorie. Probieren wir aus. Ja? Hab jetzt hier, übrigens was den Haufen Holz angeht, das hier ist mein Haufen Holz. Ja, man kann ihn hoffentlich einigermaßen erkennen, ohne dass einem was weiß ich was in die Kamera baumelt. Und ja, der soll reichen. Das ist jetzt so die Idee. Mein Anspruch an dieses Teil ist jetzt, dass irgend so ein beliebiger Haufen Holz, den ich jetzt vom Waldboden aufgesammelt habe, halt eben reichen muss. So, jetzt sehen wir alle wieder nichts und deswegen muss ich die Kamera schön buxieren, damit wir auch was sehen und dann sehen wir weiter. So, ich glaube, so sehen wir was. Ja, da jetzt schon wieder das Problem ist, dass es gerade ein bisschen zu regnen anfängt, mache ich jetzt auch nicht ganz so lange rum mit der Wahl meines Zunders. Jetzt könnte ich natürlich da wieder stundenlang jetzt irgendwie auf Suche nach dem perfekten Zunder und so weiter. Aber wie wir wissen, habe ich hier ja noch einen Rest-Wattebausch. Rest-Wattebausch, sehr schön. Da jetzt Rest-Wattebausch beim besten Willen nicht ganz ausreichen wird, um dafür die notwendige Menge an Feuer zu sorgen, habe ich hier jetzt auch schon vorbereitet. In der Studioküche etwas Birkenrinde aus dem Tütchen, denn die werden wir brauchen. Realistisch betrachtet ist irgend sowas in der Richtung notwendig. Oh, was ist das denn? Ist da noch Holz? Nein, ich dachte, da wäre noch Holz dran. Das wiederum sollte reichen. Idee, ich lege die mir hier jetzt so schon mal ein bisschen drüber, damit das dann alles mehr oder weniger simultan hoffentlich anfängt zu brennen und muss jetzt beim Rumgestreike mit dem Feuerstahl nur aufpassen, dass ich mir hier nicht aus Versehen die Birkenrinde wegstreike. Ungefähr so, ne? Und ja, okay, die brennt. Zack. Seht ihr noch was? Ich hoffe. Jedenfalls, ich sehe nichts, das macht aber auch nichts. Ich schmeiße jetzt einfach Zeug rein. So, zack.
ohne Sinn und Verstand einfach reinschmeißen. Weil ich sag ja, es soll ja idiotensicher sein. Das ist so der Witz dabei. Wenn es nicht idiotensicher ist, dann muss man auch nicht 100 Euro für ausgeben. Habe ich erwähnt, dass dieses Bushbox Profi-Set ca. 100 Euro kostet. Das Ding wiegt übrigens ungefähr ein Kilo, ist also auch noch schwer. Also für Leute, die da gewichtstechnisch was sparen wollen, so nur begrenzt zu empfehlen. So, ja, also einen Lichtschein sehe ich. Ob das jetzt ausreicht, dass hier gleich was anfängt zu brennen, das kann ich euch nicht sagen. Ich nehme die Kamera auch gleich wieder in die Hand, aber sieht gut aus, ja. Ja, ja, also, wie gesagt, ist tatsächlich ziemlich idiotensicher, ne? Das kommt jetzt langsam, oh ja, nicht zu nah rangehen, qualmt jetzt noch eine Weile. Und dann kann ich, während wir jetzt dabei zuschauen, wie sich hier ein vernünftiges Feuerchen entwickelt, mit dem bisschen Holz, noch kurz erzählen, dass einer der großen Vorteile, auch für den Langzeitbetrieb von dem Ding, und ich kann bestätigen, man kann da 2 Stunden lang mit Feuerle machen, also jetzt nicht unbedingt 2 Stunden mit Kochen, das weiß ich nicht, das geht wahrscheinlich auch, aber auf jeden Fall kannst du das Teil ununterbrochen 2 Stunden lang betreiben und dann auch wirklich so viel Feuerle haben, dass du was siehst. Und das Schöne ist, dadurch, dass durch diesen Kamineffekt, den diese Dose da eben erzeugt, die Rauchentwicklung stark reduziert wird, also wirklich ganz, ganz stark. Vor allen Dingen, wenn du mal unten Glut hast und so weiter, dann fängt alles, was du reinschmeißt, wirklich in kürzester Zeit an zu brennen. Du kriegst nicht viel Rauch. Und du hast dann wunderbar Feuerchen, ohne immer gleich eingequallt zu werden. Außerdem ist das Feuerchen dann automatisch auf die Fläche dieser Dose beschränkt. Ja, es kann schon durchaus hoch werden, das geht. Aber es wird definitiv nicht breiter als entsprechend die Dose und man schont den Boden. Ne? Weil eine Feuerstelle, selbst so eine kleine, wie ich sie, okay, so eine kleine, wie ich sie hier gemacht habe, nicht. Aber eine größere Feuerstelle, wenn man also eine richtige Feuerstelle quasi 2 Stunden lang betreibt, dann hat man schon irgendwann das Problem, dass diese Feuerstelle noch über Jahrhunderte sichtbar ist im entsprechenden Waldboden, den Waldboden sterilisiert und einfach Spuren hinterlässt, die man ja möglicherweise nicht hinterlassen möchte. Ne? Soll es ja Leute geben, die da irgendwie, hoppla, Wert drauf legen. Ja, Moment. Quatschen und nachfeuern zeitgleich. Blöd. Hoppla. Ja, wie gesagt, kann man reinschmeißen, kann man drauflegen, dann fällt halt doch mal was Brennbares nebendran runter. Das ist ja auch immer sowas, ne? Habe ich schon häufiger gehört, das Argument, da fällt nichts Brennbares raus. Ja doch, irgendwann fällt da schon mal was Brennbares raus, aber das ist ja auch überhaupt kein Problem, wenn da mal ein glühendes Ästchen runterplumpst von dem Ding. Du hockst doch davor, du passt ja drauf auf. Ja, und nur die Tatsache, dass man da jetzt so eine schöne Dose hat, verpflichtet einen natürlich, beziehungsweise deswegen darf man trotzdem nicht weglaufen und sein Feuer sich selbst überlassen, sondern auch sowas muss man natürlich die ganze Zeit über, die man es betreibt, beobachten und bewachen und aufpassen, dass da eben nichts schief geht und nichts in der näheren Umgebung, das nicht brennen soll, eben genau damit anfängt. Ne? Also das ist schon nicht so. Ich meine, ist es ein sichereres Feuer als ohne Dose? Sicherlich bis zu einem gewissen Grad. Ist es deswegen ein sicheres Feuer, also ein wirklich sicher? Nee, sicher nicht. Ja? Und also das sollte man auch im Hinterkopf behalten. Also in der Hinsicht braucht man das Teil wirklich nicht überbewerten. Aber ich habe da jetzt wirklich mit relativ nassem Holz vom Boden gearbeitet. Es brennt jetzt schon ein Weilchen, es brennt lichterloh. Hätte ich jetzt da schon frühzeitig einen Topf draufgestellt und würde durch das kleine Fensterchen hier, wo ist das Fensterchen? Das Fensterchen ist weg, das Fensterchen ist auf der gegenüberliegenden Seite, egal. Und würde durch das Fensterchen nachfeuern, dann könnte ich damit halt in kürzester Zeit bereits anfangen zu kochen. Und ich denke, es ist realistisch, dass man da in 6 Minuten oder was inklusive Anfeuerungs- und Feuersucht, Holzsuchzeit schon eine Tasse heißes Wasser hat. Also heiß, nicht kochend. Kochen dauert dann ein bisschen länger, aber das geht auch super flott. Und ich habe jetzt oft genug auf dem Ding auch wirklich für 2 Personen ordentliche Mahlzeiten zubereitet. Also ich hoffe, die waren ordentlich. Mahlzeiten zubereitet, die wirklich super gut darauf zu kochen waren. Abgesehen davon, dass das natürlich trotzdem immer noch ein Holzfeuer ist und immer noch den Topf zuhust, ist das wirklich ziemlich genial und wirklich idiotensicher und super einfach. So, und jetzt die Frage eben. Sind 100 Euro ein unverschämt hoher Preis für so ein Teil? Wie ich schon bei der normalen Bushbox gesagt habe, also bei der nicht XL, bei diesem kleinen Steckhobo, der wirklich ziemlich klein ist,
ich kann nicht beurteilen, was es halt nun mal kostet, damit du auch konkurrenzfähig bist und wirtschaftlich irgendwie auf deine Kosten kommst, so ein Teil herzustellen in Deutschland. Das ist nämlich Made in Germany. Und wenn das halt dann eben so viel kostet, wie es kostet, dann kostet das eben so viel. Mir persönlich als häufiger Anwender von dem Ding jetzt, ja, der da immer mal wieder einen Vorteil draus hat, und das kann man übrigens auch super im Garten verwenden. Ja, also ganz hervorragend im eigenen Garten, auf der eigenen Terrasse, solche Späße haben wir auch schon oft gemacht. Oder einfach Würstchen grillen. Ja? Statt dem großen Grill rausholen, nimmst du einfach ein paar Handvoll Holz, schmeißt sie da rein, hältst Würstchen drüber, gut ist. Stockbrot kann man damit machen, alles ganz wunderbar, alles ganz toll. Ja, und wenn man das wirklich oft macht und gerade auch mal daheim, dann würde ich schon so weit gehen zu behaupten, dass es mir durchaus die 100 Euro wert gewesen ist. Es gibt noch eine Titanausführung, die ist dann etwas leichter. Das ist dann für Leute, die tatsächlich auf Trekkingtour so ein Ding mitschleppen wollen. Das kann ich wiederum nicht nachvollziehen. Da hat man auch zu unvorher, über einen langen Zeitraum weiß man ja auch nicht, ob man überhaupt Feuer machen kann. Also beziehungsweise sollte, sagen wir es mal so, wegen Waldbrandgefahr, wegen Bedingungen, die gerade vorherrschen, wo auch immer man hinkommt. Und dann ist nur eine Option für offenes Feuer dabei zu haben, um sich sein Essen heiß zu machen, vielleicht nicht die aller klügste Variante. Und davon würde ich tendenziell eher abraten wollen, das auf einer Trekkingtour mitzuschleppen. Und damit ist es mir auch egal, dass die Edelstahlversion eben in Kilo wiegt, mit Tasche, ja, und Grillrost, irgendwie alles zusammen, insgesamt ziemlich ein Kilo. Und dann brauche ich nicht die Titanversion, die wiegt nicht ganz die Hälfte, also ein bisschen mehr als die Hälfte. Von der Edelstahlversion. Und klar, da spart man schon nochmal Gewicht, aber die Titanversion kostet dann auch nochmal 60 Euro mehr, irgendwie sowas. Naja, allein die Box, glaube ich. Ich krieg's nicht ganz zusammen. Preise könnt ihr selber nachgucken. Und ist das Teil toll? Ja, ist verdammt nochmal sehr, 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 sehr toll. Braucht man das unbedingt? Nee, ist ein Komfortgegenstand. Ja? Ist absolut ein totaler Komfortgegenstand. Für großen Komfort, für viel Spaß, für lange Freude am Feuer, ohne total zugeraucht zu werden, für Feuer mit erheblich weniger Aufwand, für vor allen Dingen lange Kochprojekte am Feuer. Bevor man die auf dem Lagerfeuer macht, dann ist das wirklich so viel komfortabler mit dem Teil. Aber braucht man das? Nö. Kann es sein, dass es Leute gibt, die einfach sagen, nö, ich mag ja gerade das Urtümliche mit dem Lagerfeuer, dass ich möglichst komplett ohne Hilfsmittel dann auch noch möglichst vielleicht angezündet bekomme und will das so einfach wie möglich haben und will auf zusätzliche Hilfsmittel verzichten. Ja, dann braucht man sie bestimmt nicht. Aber ja, seht, wie lange das jetzt gebrannt hat mit dem bisschen Holz, ne? Und das glüht jetzt noch schön aus und dann bleibt auch kaum noch Asche übrig. Also das kommt auch noch erschwerend dazu. Diese effiziente Verbrennung bedeutet auch, dass du einfach mehr Flamme aus deinem Brennmaterial rauskriegst. Ja, und jetzt kommt schon wieder ein Hubschrapp-Schrapp. Dann mach nochmal kurz einen Schnitt. So, ich habe den Hubschrapp-Schrapp genutzt, um noch ein bisschen was reinzuschmeißen. Es ist halt doch einfach zu schön, wenn man es einmal angezündet hat. Ich finde, für mich ist es immer ein trauriger Moment, wenn einem das Feuerchen ausgeht. Also egal, ob jetzt Feuerchen oder Inhalt von so einer Buschbox. Ja, aber ja, was ich nochmal, wo ich eben drauf hinaus wollte, wenn einem 100 Euro wehtun, dann sollte man sich das Ding sicherlich nicht kaufen. Man sollte vielleicht auch, wenn man auf eine, sagen wir mal, waldläuferische Erfahrung und den Aufbau waldläuferischer Skills Wert legt, sollte man auch das eine oder andere Feuerchen ohne so ein Ding wirklich mal in Gang kriegen können und auch bei feuchtem Holz ein Feuer machen können und auch ein kleines Feuer sind schwieriger als große Feuer, sollte man auch am besten schon mal in Gang kriegen können, bevor man drüber nachdenkt, sich so ein Ding zu kaufen. Und dann ist es im Prinzip einfach wie, ja, für Faule. Das ist wie für den Tretrollerfahrer der E-Roller. Der E-Roller macht im Grunde dasselbe, es ist nur erheblich einfacher. Und ja, ich finde, das ist ein ganz, ganz guter Vergleich. Und vielleicht für Leute, die gar nicht in der Lage sind, Feuer zu machen, da irgendwelche Schwierigkeiten haben und unbedingt auch mal gerne irgendwas anzünden wollen. Also nicht Häuser und Kinder und Puppenhäuser und ach, was auch immer, sondern Holz, dann mag das vielleicht noch irgendwie ein Thema sein. Aber ja, das ist so meine Meinung zu dem Ding. Und man kann auch in dem Zustand, wie sie jetzt eben entsprechend da ist, jederzeit dann nochmal diese Grillstege drüber machen und dann halt eben erst quasi anfangen zu köcheln. Je nachdem, wie man das eben gerade möchte. Also die ist schon toll. Die ist wirklich, wirklich toll. Und
Ich weiß nicht, ob andere Hoboöfen das genauso gut hinbekommen. Aber ich weiß, ich habe noch keinen gesehen, den ich so lange betreiben kann mit so feuchtem Holz und mit so einer guten Brennleistung, in Anführungszeichen, dass da auch kaum Asche übrig bleibt. Deswegen kann man da auch 2 Stunden Feuer mitmachen, weil eben das Zeug nahezu restlos verbrennt und es dann auch ganz lange dauert, bis er so voll ist, dass er halt dann irgendwann nicht mehr brennt, weil er quasi nur noch aus heißer Asche besteht. Dann hat man übrigens, wenn das mal der Fall ist, hat man übrigens noch locker Glut für 20 Minuten, um drauf zu kochen. Ja? Also locker, also bei ordentlicher Hitze noch 20 Minuten zum Kochen. Das sind so die Erfahrungswerte. Vielleicht noch ganz kurz, wie oft habe ich das Ding jetzt benutzt? Für 6 Abende, also wirklich gleich ganze Abende, ne? Nicht nur mal eben eine Tasse Tee machen, sondern insgesamt hat es vielleicht, weiß nicht, 10 Stunden gebrannt. Irgendwie sowas um den Dreh. Und der Sicherheitshalber möchte ich gerade noch hinzufügen, das Ding habe ich mir selber gekauft von eigenem Geld, habe keinen Kontakt, außer dass ich das bestellt habe, mit Bushcraft Essentials. Das ist also keine irgendwie bezahlte Promotion, keine sonst irgendeine Vergütung erhaltene Promotion und habe mit denen nichts zu tun. Das ist also meine ehrliche Meinung zum Produkt und könnt ihr kaufen, könnt ihr nicht tun, ist mir scheißegal, wo ihr es kauft, mir genauso scheißegal. Das wollte ich nur noch mal eben hinzugefügt haben. Gut, dann wünsche ich euch einen schönen was auch immer. Bis zum nächsten Mal und macht's gut. Tschüss.